Liebe Zuschauer, schön, dass Sie München TV eingeschaltet haben. Ja, heute bin ich beim Zirkus Krone. Ja, der größte Zirkus der Welt. Und ich schaue hinter die Kulissen heute. Es wird eine ganz spannende Sendung. Also bitte kommen Sie mit. Ja, Jana Mandana Lacey Krone. Was für ein schöner Name. Und Sie tragen die Krone im Herzen. Und Sie sind jetzt einfach die neue Chefin des Zirkus Krone. Erstmal Glückwunsch. Ich habe das Porträt gesehen im bayerischen Fernsehen. Wunderbar, Sie machen das ganz toll. Aber ich denke, das ist schon ein Fulltime-Job mit viel Disziplin, aber das sind ja auch die Grundwerte des Zirkus Krone. Auf jeden Fall. Also das war auch sehr schön ausgedrückt mit der Krone auf dem Herzen. Ja. Oder im Herzen, ja, auf jeden Fall. Und das ist auch, was den Beruf ausmacht. Das, ja, ist die Motivation. Du sollst hier rüberkommen. Jetzt sind auch mal auf Position. So geht's nicht. Komm, du sollst dich hier schön ordentlich hinstellen. Aber nee, und den Kameramann nicht belästigen. Komm hier. So, stopp. Und stehen bleiben. Und schau darüber. Ordentlich. Ordentlich. So nicht, Rubin. So. Also nochmal, Entschuldigung. Genau. Gut, gut. Jetzt nochmal weiter. Ja, genau. Die Theke, natürlich, was unseren Job ja auch ausmacht, ist, dass das Herz natürlich dabei ist, dass die Disziplin, die kommt ganz von alleine, dadurch auch, dass der Umgang natürlich mit den Tieren da ist, die Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern, die Verantwortung gegenüber unserem Publikum. Sprich, wir wollen immer Qualität natürlich bieten und das Beste bieten. Und auch so frech sein, darf nicht so frech sein. Genau. Und das ist natürlich Motivation für uns täglich aufs Neue. Ja. Aber Jana, nun müssen wir einfach auch mal, oder wir sollten drüber reden. Natürlich spürt man hier, Christel Sembach-Krone lebt weiter im Grunde, lebt auch in ihrem Herzen weiter. Sie sind ja indirekt oder manchmal direkt langsam vorbereitet worden. Aber es kam natürlich der 20. Juni 2017, es war eine Überraschung. Und Sie sind quasi von dem Moment an, haben Sie wahrscheinlich auch Kraft bekommen? Ja, die Kraft, die kommt jetzt eigentlich erst noch im Nachhinein. Also zuerst fällt man in ein Loch. Tiefes Loch, und ja, die Kraft kommt aber auch vom ganzen Team, von der ganzen Unterstützung, weil jeder möchte, dass es weitergeht. Und jeder hat auch die Chefin verloren, weil ich war nicht alleine. Also, wir haben natürlich alle einen wertvollen Menschen verloren. Und ich muss sagen, die Kraft kommt jetzt erst im Nachhinein. Es war doch wirklich so, dass wir wirklich erstmal auch alle verloren waren und eigentlich nur weiter funktioniert haben und in der Routine drin waren und alles einfach weitergemacht haben. Aber jetzt kommt es halt wirklich so, dass wir als Team, das hat uns eng zusammenwachsen lassen. Und die Kraft kommt eigentlich jetzt erst die letzten Monate aus einem raus. Ja. Sie waren ja, glaube ich, bis zur letzten Minute bei ihr, was ja auch ein Abschied nehmen war. Das muss man ja auch erstmal trauermäßig verarbeiten. Aber dennoch, Sie tragen einfach den Namen Krone jetzt. Nicht nur, ich betone mich nochmal, im Herzen auch. Ja? Und für die Münchner. Und für diesen, ihr seid ja jetzt der größte Zirkus der Welt. Ja. Das sieht man ja so ganz, genau, bescheiden, ja, so seid ihr einfach. Aber so schön. Was haben Sie denn so verändert? Wir sind ja eine ganz neue Generation, das muss man einfach sehen. Zum Beispiel, ich war ja am ersten Weihnachtsfeiertag hier. Die digitalen Clowns, da merkt man ja schon, sie gehen schon auch ein bisschen ein. Aber trotzdem für Kinder, Clowns, sie haben das ja wirklich von der Pike auf gelernt. Ja, und es ist halt auch so, dass es natürlich uns auch Spaß macht, jetzt auch so ein bisschen die eigene Note auch mit reinzubringen, obwohl es ja auch vorher so war, dass wir natürlich auch immer sie hat immer alle nach ihren Meinungen gefragt und wollte auch hören, was gefällt jetzt auch eher den Kindern und was gefällt uns. Und es ist halt jetzt so, dass wir, wie gesagt, ein bisschen unsere eigene Note mit reinbringen können. Aber jetzt waren so viele Fragen von Ihnen auf einmal. Ich muss erst mal darauf eingehen mit den Münchnern. Mhm. Wir sind natürlich da ganz eng verbunden und wissen ja auch, was sie von uns erwarten. Und da ist für mich das Fundament, was ja steht, ganz wichtig. Und das ist auch die Tradition. Mhm. Und das Publikum soll auch schon im Voraus wissen, was sie erwartet. Und ich möchte sie nicht irgendwie überraschen. Ich möchte doch schon überraschen mit natürlich neuen Elementen oder wie Sie auch gesagt haben, man hat gespürt, da ist ein bisschen was anders geworden. Aber ich glaube, es wäre komplett fatal, da jetzt irgendwas komplett zu ändern, was ja gar nicht nötig ist. Und wenn jetzt einfach Christel Sembach-Krone von oben zuguckt, dann wäre sie super stolz auf Sie.
Das glauben Sie mir, das spüre ich auch. Also, weil sie ist wirklich so auch elegant, sind fleißig, auch ihr Mann, ja. Also Martin steht auch früh um 6 Uhr auf. Ihr macht das einfach mit Herzblut. Auf jeden Fall. Ich denke, sie schaut immer herab und ja, was wir machen. Und ich spüre das auch. Und ich sehe auch oft so ein Schmunzeln, dass ich mir denke, jetzt schmunzelt sie da oben und denkt sich jetzt, wie kommst du aus der Nummer wieder raus? Mhm. Und sie ist bestimmt sehr stolz auf uns. Und wie gesagt, auf uns alle. Und ich denke, dass sie das irgendwie doch auch irgendwie, ich hoffe, dass sie es miterlebt. Ja. Und jeder Gedanke ist auch von ihr geprägt, indem dass man sagt, ist es auch in ihrem Sinn, oder man freut sich mit ihr und sagt, man denkt sich, ah, das hätte sie jetzt gefreut oder das hätte sie genauso verärgert. Ja, also ich heute früh, ich denke, sie schmunzelt am meisten. Als ich heute früh die Zeitung las, und ich habe mich wirklich auf unser Interview gefreut, wissen Sie, dass es die Christel-Sembach-Straße in München gibt? Nein. Ja? Ich habe jetzt nur gehört, dass es einen Karl-Krone-Park gegeben hat am Nockerberg. Es gibt jetzt die Christel-Sembach, ja, hat die Stadt München. Da müssen wir mal hin. Ja, genau. Das sind aber tolle Neuigkeiten. Das sind tolle Neuigkeiten, das ist doch schön. Super. Das ist doch schön. Also sie lebt, ja, wirklich, wirklich. Wunderbar. Steht heute in den Medien. Jetzt so ein Zirkus. Da müssen wir jetzt gleich hin. Da müssen wir hin, ja, so, genau. Aber wir gehen sicherlich mal mit der Kamera hin und filmen das Ganze. Toll. Nee, es hat die Stadt München beschlossen. Ach, wunderbar. Das ist doch schön. Wunderschön. Jetzt das Programm zusammenstellen. Jetzt gibt es ja, die Sendung kommt ja am 2. Februar, da gibt es ja schon das neue Programm, ja? Was ja schön ist. Das stelle ich mir ja auch spannend vor. Mein Zirkus Krone hat einen Namen, aber man muss ja mit den Artisten schon sehr lange, ist ja so wie bei einer Oper. Ja? Man muss einfach die Artisten langfristig buchen. Das ist ja auch, obliegt ja auch Ihnen, ja? Ja, also wir haben natürlich da auch wieder Scouts und, ja, klar, braucht natürlich. Man, klar. Und das auch, die das auch alles organisieren. Das sind ja auch viele andere bürokratische Dinge, Visas beantragen, alle anmelden. Also da ist auch viel Bürokram mit dabei und das überwacht man natürlich auch und schaut, ist da auch alles in Ordnung, wie ist es mit der Anreise, was muss man ein Hotel buchen, haben die einen Wohnwagen, wie sind die untergebracht und ob das jetzt auch größere Truppen sind, die jetzt von Monte Carlo auch gekommen sind für den Februar. Das ist natürlich auch alles, wie werden die versorgt, was wird gegessen, was muss eingekauft werden. Da steckt so viel mehr dahinter als jetzt nur der Auftritt hier. Dann, sobald jetzt alle angekommen sind und natürlich jetzt auch schon hier aktiv im Februarprogramm mitwirken, möchte man natürlich auch, dass es auch jedem gefällt, weil die Leute sind natürlich auch stolz, wenn sie wissen, sie haben einen Vertrag bei uns im Zirkus Krone bekommen. Das ist auch eine erste Adresse. Muss man natürlich auch ein bisschen fragen, ist alles in Ordnung, stimmt alles in der Garderobe, kann man irgendwas helfen? Und das sind meistens so Kleinigkeiten. Und das macht es auch aus, dass man nach außen hin wieder im Finale, wenn wir dann alle mitwirken, zusammen sind, auch schon so eine Einigkeit ausstrahlen. Oft sagt das Publikum, sie sind jetzt erst zum zweiten Mal in dieser Konstellation zusammen und es sieht so aus, ob sie jetzt schon monatelang zusammen auf der Bühne waren. Ich denke, das ist das, was es auch ausmacht. Ich bin ja seit vielen, ich glaube seit 50 Jahren im Zirkus Krone. Da gab es, ist vielleicht ein kleiner Tipp, da gab es immer in meiner Zeit, meine Großmutter, die war befreundet mit Ida Krone. Ja, also, toll. Ganz toll. Und da gab es dann zum Schluss, wenn der Zirkus, also wenn das Finale da war, dann sagen sie den Spruch, eure Gunst, unser Streben, ja, und bitte empfehlen Sie uns weiter. Ja. Macht ihr das wieder? Nein, das kann ich mit aufnehmen. Nehmen Sie das mit auf. Eure Gunst, unser Streben habe ich jetzt in die Begrüßung mit aufgenommen. Weiß ich, ja. Aber ja, bitte, empfehlen Sie uns weiter. Ja? Ja. Das ist so schön. Weil okay, das, gut, das, ja, das machen wir jetzt. Und jetzt auch mit den Clowns, mit dem genau. Ja. Die merken es ja in der U-Bahn, ob jemand in Zirkus Krone war. Wahnsinn. Super, super. Auch wenn die auf dem Heimweg sind, dann die Kinder alle, ich weiß nicht, wie lange es anhält. Ich hoffe nur einen Tag für die armen Eltern. Hoppla, Rubin, ist auch da. Süßer. Der Rubin ist ja auch jetzt mit dabei im Februarprogramm. Das ist ein Nonius-Hengst aus Ungarn. Schön. Und er ist jetzt 10 Jahre alt, 2008 geboren. Und verliebt in Jana. Ich hoffe doch. Er ist total verliebt. Ja. Ich hoffe. Jetzt, eines liegt mir noch am Herzen.
Es gibt ja diese ganzen Tierschutzgeschichten. Das ist, wird ja manchmal wahnsinnig übertrieben. Also ich habe mit Ihrem Mann mal gesprochen, der sagt hier, also so den Tieren geht es ja im Zirkus manchmal viel besser wie in der freien Wildbahn. Ja, weil es gibt, genau. Ja. Er spricht für die Tiere, ihm geht's gut. Das heißt, im Grunde Tierarzt ist da und die Tiere werden ja auch leben ja länger im Grunde. Ja, also das Thema ist uns natürlich sehr wichtig. Ja. Das ist so ausführend, völlig, alles, ja, Mögliche. Aber es ist wirklich so, dass es ja nur in unserem Interesse liegt, dass es ihnen gut geht. Es sind unsere Partner, wir nützen sie nicht aus, wir brauchen sie, wir brauchen uns gegenseitig. Und natürlich müssen alle Bedürfnisse der Tiere gedeckt sein, dass sie überhaupt so viele Jahre auch einsatzbereit sind auch, und dass sie auch Spaß haben und Freude haben, natürlich ihren Job auszuführen, so wie wir Freude haben, unsere Zeit mit ihnen zu verbringen. Es ist natürlich eine Riesenthematik, und das ist mir auch verständlich, dass man das auch, finde ich, auch kritisch beobachten sollte, auf jeden Fall. Aber ich denke, man sollte sich auch immer selbst einen Eindruck machen, was machen die Tiere auch auf einen normalen Menschen für einen Eindruck? Ja. Wie sieht das Fell aus? Ja. Wie sind sie im ganzen Wesen? Ja. Sind sie irgendwie aufmerksam? Ja. Sind sie schon irgendwie abgestumpft? Und ich glaube, das ist auch das Schöne, wenn als Zirkusbesucher, wenn man da sitzt und einfach das nur mal erleben kann. Auch, wir haben ja auch ein Nashorn, wie wunderbar, ja, das Nashorn auch aussieht, diese Aura von dem Tier erleben zu dürfen. Hübsch. Ich denke, das ist ein Geschenk. Ja. Und das andere, wie gesagt, man muss sich informieren, man muss es auch... Das macht er ja wunderbar. Aber Zirkus ohne Tiere, das geht ja normal gar nicht. Also das, bei uns nicht. Nee, das ist einfach, das ist eine Tradition, und die lebt weiter. Deswegen stehen wir auch in der Manege, wo genau, so schön genau, Erde ist, damit schön, auch die Tiere sich erstmal wohlfühlen. Also großes Kompliment, und Sie sind authentisch. Und geben Sie weiter Gas. Dankeschön. Herzlichen Dank, Jana. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Toll. Schön. Aber es ist ganz schwierig mit den Ärzten immer. Ja, genau. Gar nicht so einfach. Ja, husch mal husch. Sie sind ja jetzt der Star in der Manege im neuen Programm. Oh, das ist hier, wow. Aber gleiches Rot. Ja, genau. Oh, jetzt Anruf. Hallo? Hallo? Was ist für mich? Hallo? No. Oh, kann ich mir einen Friseur sparen? Bitteschön. Wie wichtig ist Schläft. Er schläft. Aber wie wichtig ist das als Clown, dass man auch schön lachen kann? Oh, das ist ganz wichtig. Ich muss scheren. Wow. Können Sie mal richtig lachen? Nein. Nur traurig sein? Ja. Ganz traurig. Oh. 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 Ciao. Und die Frisur? Wie lange brauchst du da? Viel Zeit und viel. Schön, und schöne Krawatte. Dankeschön. Schöne Krawatte. Oh, ja, ja, ja. Wow. Sehr schön. Die Schuhe auch sehr schön. Wechseln. Schön. Und du kommst.
Was passiert jetzt? Föhnen. Föhnen. Sie denken zu viel. Denke zu viel, genau. Und du lebst in Berlin, oder? Ja, ich lebe in Berlin. Schön, schön. Und wie bist du Clown geworden? Familie? Nein, nichts zu tun, Familie. Einfach so geträumt. Geträumt, schön. Ja, als ich Kind war, einfach geträumt. Ja, und du bist ja einer der besten Clowns der Welt. Das ist schwierig zu sagen. Ich kann nicht sagen. Doch. Und wie stolz bist du, dass du im Zirkus Krone dann jetzt im Programm bist? Das schon? Ja, das ist ein wunderschönes Zirkus. Das ganze Geschichte, das ist 100 Jahre alt. Ja, ja. Aber für mich ist es eine große Ehre, dass ich eingeladen wurde von der Familie. Und das ist richtig schön. Das alte Zirkus mit einer Seele. Ja, und ein Herz auch. Ja, ja, Seele ja. Und Herz. Immer sagen, wenn du kommst in eine alte Stadt, wenn du siehst so alte Gebäude, ja, siehst, du kannst du immer sagen, das ist die Stadt mit der Seele, mit der Geschichte. Also neue Gebäude, sie haben keinen großen Eindruck. Ja, ja. Und Clown sein ist ja nicht nur für die Kinder, sondern auch für die Erwachsenen. Also ich habe viel gearbeitet für die Erwachsenen. Ja. Also ich habe lange Zeit, 7 Jahre lang in Lido de Paris gespielt. Ich weiß, du hast... Ja, und... Jeden Abend quasi. Ja. Und auch habe so im Theater gespielt, als Soap, also im Zirkusspieler auch. Also ich versuche, das so einen Balance zu finden, um das lustig, interessant für alle Leute, für Kinder und für Erwachsene war. Schön, schön. Wunderbar. Herzlichen Dank und einen guten Start im neuen Programm von Zirkus Krone. Vielen Dank. Danke. Ciao. So, jetzt haben wir Kelly und Jenny. Jennifer. So, jetzt zeigt uns doch mal, was die Hunde alles können. Machen wir etwas lieberartig. Stoppi, Lu. Wie heißt er? Er ist Balu. Und das ist Artie. Und wie alt sind die beiden? Das ist 2 Jahre alt und er ist 5 Jahre alt. Aber hübsch beide. Ja. Und wo habt ihr sie gefunden? In Russland. In Russland? Ja, es ist ganz schwer, diese Hunde findet ihr hier in... Und er spricht wahrscheinlich auch, er versteht Italienisch auch, oder? Ja, aber wir sprechen mit den Hunden in Italienisch, Deutsch und ein bisschen Englisch. Okay, so, okay. Und wo funktioniert er am besten? Was? Mit welcher Sprache ist er am besten? Oh, Englisch oder Italienisch. Okay. Oh, Belu. So. Okay, kann ich dir etwas zeigen? Und ihr beide seid Geschwister? Ja, wir sind und Geschwister. Beide bildhübsch. Ist die Mama schuld? Da ist sie, die Mama. Italienische Mama, so haben wunderbar. Italienische Mütter. Und jetzt, wie seid ihr auf die Idee gekommen, die Hunde zu dressieren? Was? How you get the idea to make a perform? Meine Mutter hat gesehen einen Film. Aber viele Jahre zurück, es ist schon 30 Jahre, das arbeiten wir mit diesem Tierhund. Habe einen Film gesehen mit dem Wolf und mit einem Schlitten und habe gedacht, oh, das wäre eine ganz tolle Idee, das in den Zirkus machen. Ja. Aber wenn sie haben die Hunde gekauft, sie haben nicht gedacht, dass die Hunde diese Typ Husky, was so schwierig zum Trainieren. Wieso ist nicht wie ein Hund? Ja. Die Charakter ist wie eine Katze. Wie eine Katze? Wie eine Katze. Schmust, oder? Ja, und ganz wild. Ja. Und zum Trainieren sind so schwer. Ja. Die Trainiert geht nicht ohne und das. Und musst du gehen? Ja, genau, ohne das. Aber es ist wie bei Menschen, die machen auch. Wenn man ja. So, aber muss man mit ihnen jeden Tag trainieren? Vergessen sie auch manchmal? Nein, die Hunde lieben dieses Training, wie so ist wie ein Spielfeuer. Ja. Jedes Mal, wir müssen etwas Neues lernen zum Hunde, müssen wir ganz enthusiast sein. Oh mein Gott, machen wir das! So die Hunde sagen, oh mein Gott, das ist ein Spiel, das ist lustig, das ist Spaß. So jeden Morgen, auch wenn wir arbeiten nicht, wir gehen in die Manege, 30 Minuten, eine Stunde, spielen mit den Hunden, ein bisschen springen und ein bisschen Agility. Wieso dieser Typ vom Hund hat so viel Energie, aber so viel Energie, wieso normal diese Hunde in Sibirische, muss die Schlitten ziehen. Genau, viele Kilometer, so sind ganz stark Hund. Und wer ist der Chef von den beiden? Er ist der Chef von der ganzen Gruppe. Die ganze Gruppe. Und ihr habt mehr Hunde, oder? Wie viele habt ihr? 10 Hunde. 10 Hunde. 9 groß und 2 klein. Aber jetzt zeig uns doch mal ein Kunststück. Aha, okay. Also. Balu? Okay, dammi mangiare. Belli? Okay. Artic hier. Artic? Pronto, Artic? Artic? Da. Passo. Bravo, Artic! Artic? 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 Oh. Bravo, Artic! Artic? Artic? Sit. Down. Pirouette, bravo, Artic. Artic hier, sit, down, pirouette. Artic hier,
Weil wir mal gleich gar nicht. Und Bilou? Jetzt, zeig du. Bilou? Ja, die Bilou, Bilou. Bilou, ab. Na, artig. Artig, ab. Artig. Artig, hab. Artig, hab. Hey, sitz. Bravi. Am Platz. Artig. Platz. Die weißen Hunde können nicht so viel machen. Nein, nein. Nein, sind nicht viel Agility da. Ja, ja. Aber sie sind süß. Süß, ja, sind total. Sind süß und viele Haare und ja, schön ja, ja, zu sehen. Und er sieht auch gepflegt aus. Gell? Ja, also, okay. Ja. Ja, er kann das ganz gut machen. Ja, ja okay. Schön. Und jetzt seid ihr ja jeden Tag im Programm gewesen. Also jetzt bis, glaube ich, bis 31. Januar seid ihr ja noch da. Dann geht's wohin? Seid ihr dann woanders engagiert? Das haben wir, nachher haben wir einen Monat frei. Ja. Gott sei Dank. Und, ja. Dann geht's nach Italien oder erstmal nach Italien? Nein, bleib hier in Deutschland und dann arbeiten wir in Dänemark. In Dänemark. Also, und die Hunde sind kein immer Problem mit Reisen? Also. Nein, nee, immer mit uns. Und gehen Sie auch mit den Hunden mal so auf der Straße spazieren? Ja, na klar. Ja? Okay, ich muss immer aufpassen, zum diese Hund, wieso, wenn ihr sind, etwas zum Essen, ein Bratwurst oder etwas zum Essen. Er geht und hopp, zapzerab die und Essen. Klaut es, oder? Und ja, das auch manchmal im Manege, wenn die Hunde sind Leute mit Zucker spielen oder Popcorn. Springt er raus, oder? Manchmal. Nur manchmal. Er liebt Popcorn. Und er hat zwei unterschiedliche Augen, gell? Ja, im Husky manchmal. Haben die immer, haben die, ja, ja, ja. Aber wir auch einen Hund gehabt mit einem Auge blau. Und dein Auge halb blau, halb braun. Ah, schön. Und jetzt im Winter liebt der Schnee, oder? Ja, im Winter liebt der Schnee und wenn es kalt, habe so viel mehr Energie. Ja. Im Sommer ist ein bisschen mehr ruhig, diese Typ von Hunde. Ja, ja, ja. Ja, ja, schön. Und, ihr kommt aus einer richtigen Zirkusfamilie, oder? Ja, schön. Fünf Generationen, ja. Sechs Generationen in meiner Familie sind wir vom Zirkus. Und ihr macht auch so ein bisschen Akrobatik auch? Ja, ja, ich mache Akrobatik mit Anstand und sie probieren mit Footjoggling. Ja, ja. Und ihr beide liebt euch, oder? Ja. Ja. Schön, schön. Wir arbeiten zusammen, leben zusammen, alle zusammen machen. Und ist auch schön so im Zirkus mit Wohnwagen, oder? Ihr lebt im Wohnwagen, ja, oder? Ja, super. Schön. Es ist ein Tipp vom Leben, das kannst du die ganze Welt sehen. Ja. Und nicht nur wie ein Urlaub, dass okay, ich gehe in diesen Platz nur für eine Woche. Ja. Kannst du wirklich die Leute kennen, die Language lernen. Ja, ja. Normal, ich spreche kein Deutsch. Ich bin jetzt hier ein paar Jahre und ich habe ein bisschen Deutsch gelernt. Wunderbar. Und kannst du wirklich die Leute kennen und die Tradition von der Stadt. Und jetzt, ihr seid doch ganz besonders stolz, jetzt im Zirkus Krone auftreten zu können. Das ist doch ein Oh, für mich Zirkus Krone war immer ein Wunsch. Ein Traum. Ja, ein Traum. Ich habe immer gedacht, oh, ich will da einmal geht Arbeit. Wie ist die beste Zirkus von der Welt? Und der größte Zirkus der Welt. Ja, die größte. Ja. Jetzt, ja, ist die größte. Ja. Also, war schön. Super. Dankeschön. 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 Ciao, ihr zwei. Ciao. Oh, Balou, Puss. Hallo, Balou, Puss. Hey, Puss. Puss, Puss. Puss, Balou. Ja, na. Balou, Puss. Puss. Er kann dich nicht. Wir sind so leicht. Ja, liebe Zuschauer, jetzt sehe ich dann die beiden Clowns, Steve und Jones. Und die haben sich was ganz Besonderes einfallen lassen. Und schauen wir mal, ob die das hinkriegen. Ja? Ich gehe mal rein. So, hi. Maestro, aspetta. Oh la la, oh la la. It's very dangerous. Yeah. But you could be family with my brother. My brother, yeah. A familia. Yeah. What's happening? You want to play the drum? No, no, and because he looks good. Yeah. I love your style. No, I just... Let's switch. We switch. Stevie Lanson. Oh, sorry. Italiano. 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 So, you are brothers. To be honest, we're sisters. But don't say that. Cut. We are live. No, yes, we are brothers. So, and you have changed, your outfit a little bit. Is this real? No, actually, no. It's a little elastic, yeah. He's blonde, yes. No, the thing is, we are brothers. Yes. We are five generation. Yes. Although in Italia, familia. Caveagna. Do you know it? No. Me neither. I don't know. they adopt me. the bird come down and they find, oh, look, Steve is there. Yes. Like, ooh, ooh, like this. Yeah, so, and your noise, I mean, sometimes in the subway, the children went, ooh, ooh.
Yes. So we know they have been in your performance. Mamma mia, it's fantastic to know that the people, the families, yes. they come to the show. No? Can I also film a little bit? Yeah, yeah, please. I want to record the camera a bit later. And the family, they come to the show, they see me coming in, yeah. and they think, who is this guy? Yeah, yeah. I look crazy. Yeah, yeah. And then at one point, I go like, ooh, ooh. Yeah. You know, Stevie, like, ah, yes. Faccio anch'io. Do it. In my way. Yeah, I love good. This one. You have to give me this video. I want to save it on my smartphone. Sure, Where's my smartphone? Where is smartphone? My smartphone is charging. The battery in the smartphone. So, but you are like a digital clown, huh? A little bit. Pretty much. Yeah. Pretty much. Very good. Because, sir. You know, we live in a digital world. Thank you, sir. Yes. You know what happened? Everything goes through the smartphone. Yes. You know what I mean? So in the John's doing this conversation. It's my mom at the interview. Oh, Sean. Sorry. No problem. He's crazy. I don't know him. And then what happened? We make fun a little bit. Oh, now I'm a bit serious now. Mm-hmm. I don't like it. We make fun of smartphone, you know, everything. Like my brother, he's lucky. He has an app. It's called Dating App. App. It's unbelievable. Do you know it? Yes. When a ballerina, a signorina pass, he comes with the dating app, he click, the phone does, the lady turns, fall in love with him. Yes. So I'm very jealous, I want to download it. I download it every day, but never works with me. Yeah. It never works, yeah. I hate it. Yeah. Mamma mia, what's your name? Eric. Ah, Eric. Okay, yes. Eric. Enrico. No way, like my brother. Also Eric. Jones, what? Yes. Come in, no, it's a good name. It's a joke. Okay. No. I love it. Yeah, yeah. So ask me more. I want to answer you everything. Sure. So what is really good for a clown like you? I mean, you must open the hearts of the children and also of much. The adults, you know? Of course. Yeah. So. Well, it's 50-50, you know, for example, the early show, you have more families. Yes. In the night show, you have more adults as you, very elegant. Yeah. So your routines, they kind of change just a little bit, yes, you know? Yes. But I think for a clown, comedian, you know, you have to bring on your own personality. Yes, sure. You know, and find... And your energy also. Of course, find the ego inside. Yes. Take it out. Yes. It makes it more unique for yourself, because when you're copying somebody else's personality, the gags, they don't gonna come out in the same way. You know, so as I said... And you have always different, you know, publicum. You know? Of course, of course. And like, for example, we are young, so we have to make fun of smartphones. You're 26 and he is 36. Okay, I lied. I said, we are young. Honest. He looks younger. Oh, you see this? It's like the hair. He has already no hairs. A disaster. Cut. Next artist. Yes. So, yes, find your own image. Work on it, because it takes so many years. Yes. You can always get better and better and interact with the audience. Yeah. You know, all the time, every gag, look at them, socialize with them. When you look a video from a clown... You know? No! I'm still talking! Let me work here! Otherwise, they don't pay me. No, wait. No, I'm serious. Yes. When you watch the video from a clown, it's never the same. Sure. It's never the same. When you watch it live, you feel these emotions. Yes. You look around the people, their reactions. Yes. It's all spontaneous. Yeah. It's a routine, but you put so much improvisation. And you also pay attention about the people. You know, sometimes if you make, you know, smile or of course, because like an acrobat, it's always pretty much the same. Yes, you know, you're always the same. Comedy always change. Every day it's a different show. But you must be definitely always in a good mood. Sometimes it's very hard because you know what you doing here? Do something here. No, you must play. I hate this guy. Yeah. Let me explain it. He doesn't know. He studied the other things. Can I explain it? Can you play this one? No, the little one, piccolino. Kleine. Kleine, yeah. The first word in German I say Kleine. Kleine. Kleine saxophone. Yeah, very good. Perfect. What we're talking about. Yes, yeah. No, I mean... Ah, yes, okay, I got lost. No problem. I got my smartphone. Tell me, yes, sorry. No, I mean... You hungry? We go... It's a very nice restaurant here. I know. We, you know after, it? After... No, pizza. No. Selfie, come. Bye, come here. What's your name? Antonio. No. Enrico. I like it. Selfie. Facebook. And then wait, because Facebook, it...
Look, I show you. Look, look like this, and Instagram, Instagram like this. Because Instagram is sexy. I love this one. So, it's fantastic. How long you need for prepare your hairs? Like 5 minutes. Yes. But no, you. No, 5 minutes? In 5 seconds. In 5 minutes, it's too long. Me, about 1 hour. One hour and a half. Look, I go like this. Yeah, very nice. Thank you very much. Very nice. Because my problem... It was your idea to do it like this? Yes. Very good. Yes. Well, you know, at the end, it doesn't exist. You know, like my idea. Yes. Nobody creates really anything. You know, at the end, everything comes from other inspirations, from other things, you know. But pretty much, like I was seeing, I remember one time, breakdancers, they like spiked up. Yeah. You know, and I got inspiration. I make my own way of doing it, you know. Very good. Fantastic. So, I like your glasses, by the way. Thank you. Thank you. I also have something. Yeah, very good. Yeah, make this again. You special. Okay. Aspetta, don't move. Look at the glass. Very good. E l'altra versione. And maybe you play. You play one. I also play. Yeah, but, you know, but that's Mike, it is. I play your improvisation, Mike. And you too. Okay. Of course. Mike, do the slow part. I do the quick version. Okay. Okay. Vai, you okay. Keep the rhythm. No, tu parti da loro. Ah, io? Ok. Poi parto io. Okay. Tonality, Jones. Aspetta, parte. Vai. Go to the show now. Yes. Thank you so much. Hey, and my pleasure. You open the hearts of the children and of the adults. At the end, we all love what we're doing. Give me five. I love you so much. Thank you very much. He's the best. You should hire him. Thank you very much. Okay. Bye, John. Do it. Come see, man. Bye. Ja, Eddie aus der Schweiz. Oh, Moment. So. Ja, Wahnsinn. Genau. Wie bist du denn auf diese Idee gekommen? Weil du bist normalerweise auch Schlagzeuger. Ja. Also ich bin eigentlich Jongleur. Jongleur? Aber ich habe mit meinem Bruder immer so hobbymäßig haben wir Schlagzeug gespielt im Wohnwagen nach dem Radio. Ja, du warst immer Artist quasi. Ja, richtig. Ja. Und dann irgendwann habe ich gedacht, ja, ich habe es schon jetzt mit Keulen, Ringen, Bällen, habe ich gedacht, ich müsste was bisschen anderes machen. Und da kam mir in den Sinn, warum nicht mein Hobby Schlagzeug zu verbinden. Aber das hat sich dann doch als schwerer herausgestellt, als wirklich ist. Ja, das glaube ich. Und ich habe so viel geübt, weil das muss ja alles im Timing sein. Also das Jonglieren, das muss einen Rhythmus geben, das muss stimmen. Ich habe auch viel mit Schlagzeugen zusammen, die haben mir Tipps gegeben. Ja, ja. Aber ich habe dann geübt in meinem Wohnwagen, habe mir dann Schlagzeug reingestellt. Und dann um Himmels Willen wollte keiner mehr neben mir stehen. Der Eddie übt wieder den ganzen Tag. Das. Am Anfang klang das ja noch nicht so richtig. Ja. Und kommst du aus einer Artistenfamilie? Ja, richtig. Ja. Mein Großvater hatte nach dem Krieg eine Open-Air-Arena gehabt. Ah, ja. Und mein Vater war auch Jongleur. Und bin praktisch so. Was ist denn die Kunst beim Jonglieren? Das muss man ja auch im Kopf programmieren, das Ganze. Richtig, ja, das ist ganz viel im Kopf. Also das ist so, beim Jonglieren denken immer viele Leute, wenn man mehrere Sachen bewegt, wo schaust du hin, fragen sie. Ja. Aber man sieht das Gesamtbild und das Gesamtbild, wenn dort in diesem Gesamtbild irgendwas nicht stimmt, dann merkt man das. Und das ist aber sehr Übungssache. Ja, ja. Also Jonglieren muss man sehr, sehr viel üben. Aber du musst auch jeden Tag üben, oder? Jeden Tag üben, Jeden Tag. Koordination, das Timing. Stunde oder wie? Ja,
das ist besser mehr. Ja, ja. Ist besser mehr. Ja. Also quasi jetzt auch vor der Vorstellung? Ja, natürlich vor der Vorstellung sowieso. Das ist das Aufwärmprogramm. Und auch so Nachmittag wird immer geübt. Dein Outfit ist ja mega cool, also Al Capone, oder was? Ja, ja, ja. Wie kamst du da drauf? Ja, ich liebe die 30er Jahre. Ja, ja, ja. Ich liebe die 30er und habe gedacht, ja, weil in meiner Show komme ich ja mit einem Gitarrenkoffer rein, weil ich schon ja auch noch mit einer Gitarre. Mhm. Und da habe ich gedacht, das wäre es doch genau. Gitarrenkoffer, Al Capone. Super, super. Und bist du stolz, im Zirkus Krone aufzutreten? Ja, auf jeden Fall. Das ist doch schon. Das ist für jeden Artisten eine Ehre. Eine Ehre, ja. Schon sagen, ja. Ja. Was haben wir bei Knie? Ja, Zirkus Knie natürlich auch. Ja, ja. Und das sind immer die großen Namen in jedem Land. Ne? Knie kennt man überall, Krone kennt man überall. Und das ist schon. Und jetzt hat es ja eine junge, hübsche Direktorin. Ja. Also die macht es auch toll. Ja, das ist wahrscheinlich. Das ist jetzt die neue Generation. Ne? Ja. Alles geht weiter. Wunderbar. Das finde ich super. Ganz schön, ganz schön. Dann haben wir so einen richtigen Schweizer jetzt im Programm in München. Aber genau. Ja. Und die Stadt München magst du auch, oder? Ja, ja, München. München, ich sage immer, die Schweizer und die Bayern, die haben was gemeinsam, die können weiter nicht Deutsch. Das war gut. Spaß. Das war gut, danke dir. Danke. Ja, zuerst warst du mit den wunderbaren Hunden unterwegs und jetzt bist du eine Schlangendame, oder? Ja, eine Elfprinzessin und Schlangenmädchen. Schön. Und ich bin geboren mit einer Spezialkondition von die Bones, dass ich bin mehr gelenkig als normal. Aber da musst du natürlich auch viel üben, oder? Das ja, gibt es auch viel Training vor. Training, ja. Jeden Tag, oder? Ja, jeden Tag 2 Stunden. Wunderbar. Jetzt zeig uns doch mal ein Kunststück. Ja. Mach das mal. Ich kann mit meinem Fuß mit feinem Bogen schießen. Ja. Ja, Wahnsinn. Ja, ja. Wie bist du auf die Idee gekommen? Ich war meine größte Fan von die Herren von die Rings. Ah, okay. Oh, und ich liebe diese Movie. Ich war immer, oh, ich bin ein Elf. Ich habe immer gedacht, ich bin ein Elf. Und dann ab und zum Arbeit, ich bin ein Elf jetzt. Schön. Okay, aufpassen jetzt. Jetzt. Ja, unglaublich. Wahnsinn. Und bis jetzt, ich habe noch nicht getobt mit diesem Trick. Ja, ja, ja. Und wie bist du auf diese Idee gekommen? Einfach auch diese Bewegungen, Schlangen. Du kannst ja auch Handstand machen und alles, oder? Ja, Handstand. Zeig uns mal Handstand. Ja. Auch mit einer Hand, oder? Oh, Wahnsinn. Was ist da die Kunst? Man muss unglaublich sich konzentrieren und die Kraft. Ein bisschen wie Yoga kannst du ganz viel konzentrieren. Ja, ja. Da ich kann die Balance los. Ja, und du musst auch die Muskeln immer trainieren, oder? Gut. Ja, jeden Tag. Und auch Ernährung und so, wichtig, oder? Ja, und ich muss immer auch aufpassen mit meinem Körper, dass nicht zu viel kalt nehmen und ganz viel warm ab, so ich nicht dreh. Und warst du auch mal verletzt oder so? Was? Warst du mal verletzt? Ja, einmal ist passiert. Einmal, in die Schulter. In der Schulter. Aber ich habe viele Therapie gemacht und jetzt ist es wieder wie vorher. Schön, das wunderbar. Ist ganz schön. Bleib weiter so hübsch und liebe Grüße nochmal an die Hunde. Danke. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.